A2.5. Berechnen Sie den Flächeninhalt der Figur, die durch den Kreisbogen EB und die Strecken EM und BM begrenzt wird. Bestimmen Sie sodann den prozentualen Anteil des Flächeninhalts am Flächeninhalt des Vierecks ABCD. Also erstmal nachschauen, welcher Flächeninhalt hier gefragt ist. Kreisbogen EB und die Strecken EM und BM, das ist also hier ja eigentlich dieser Sektor hier. Bisschen umständlich beschrieben, hätte es auch Sektor nennen können, aber gut. Diesen Flächeninhalt müssen wir berechnen. Fangen wir gleich damit an. Gehen wir nochmal zum Kreis in der Formelsammlung. Beim Kreis finden wir nämlich hier Flächeninhalt eines Sektors. Ja, so ein Kuchenstück ist immer ein Sektor. Und genau die Formel brauchen wir jetzt. Flächeninhalt vom Kreis, vom Sektor, nenne ich es so, ist gleich unser Alpha, unser Öffnungswinkel. Das ist der Winkel EMB. Geteilt durch die 360 Grad mal, was habe ich, Radius Quadrat mal Pi. Radius nehmen wir wieder unsere MB oder BM mal Pi. So, die Größen kenne ich alle schon, brauche ich nichts mehr ausrechnen. Wir haben 70 Grad durch 360 Grad mal MB waren die 4 cm. Halt, habe ich ein Quadrat vergessen, mal Pi. Das tippen wir in den Taschenrechner ein und es kommt raus 9,77 Quadratzentimeter. So, damit ist der Flächeninhalt bekannt. Die erste Aufgabe erledigt. Hier heißt es, bestimmen Sie den prozentualen Anteil des Flächeninhalts am Viereck ABCD. Also brauchen wir jetzt noch den Flächeninhalt von diesem Viereck, den haben wir oben schon mal berechnet. Genau, das waren hier die 53,58, die brauchen wir jetzt unten. Und prozentualer Anteil berechnen heißt, ich überlege mir, was entspricht den 100%, also mein ursprünglicher Flächeninhalt, ja, das ist das Viereck ABCD. Das waren die, ich habe schon vergessen, 43,58. Und prozentualer Anteil soll berechnet werden, also x Prozent entsprechen dann dem Anteil von unserem Sektor, den 9,77. So, jetzt wollen wir das x berechnen. Ich mache das immer wie folgt. Ich fange mit dem x an und dann gehe ich im Prinzip z-förmig durch diese Form, durch diese Aufstellung durch. Funktioniert wie folgt. X ist gleich und jetzt einfach diese z-Form entlang gehen. Erste Zahl, also 9,77. Mal zweite Zahl, das ist hier die 100, geteilt durch die dritte Zahl, die 43,58. So, das tippe ich jetzt nochmal in den Taschenrechner ein und das sind dann 22,42%. Ja, damit wäre die Aufgabe erledigt und der Atlas ist fertig.